Ich freue mich besonders, dass Christoph Bautz von Campact hier auf der Bühne ist, der uns jetzt motivieren wird, laut und freundlich und wütend, streitend, also nicht zankend, streitend, das ist ein Unterschied, loszumarschieren. Christoph Bautz, darf ich dich bitten, an dieses Mikrofon zu kommen. Wir kommen nachher hier wieder zurück, dann seht ihr mich wieder. Ja, seid herzlich gegrüßt. Schön, dass so viele hier sind. Ja, ihr habt es vielleicht auch damals vor einem Jahr gelesen. Das erste Interview mit Edward Snowden in Hongkong. Und damals hat er geäußert, meine größte Furcht ist, dass es nichts ändert. Heute, ein Jahr später, nach dieser Veröffentlichung des NSA-Skandals, müssen wir konsterniert feststellen, genau so ist es gekommen. NSA, BND, der britische Geheimdienst, sie machen einfach weiter. Sie spionieren weiter uns, flächendeckend und verdachtsunabhängig aus. Sie kooperieren weiter mit den Datenkragen von Amazon, von Facebook und von Google. Und der Einzige, dem Gefängnis droht, das ist Edward Snowden selber. Ich glaube, liebe Freundinnen und Freunde, das macht betroffen, das macht auch ein Stück ohnmächtig, aber das macht auch wütend und empört. Was muss eigentlich noch bekannt werden, damit diese Datenschnüffelei endlich aufhört? Massenüberwachung, das ist Gift für eine parlamentarische Demokratie und das ist Honig für das Totalitäre. Wir sind hier, weil wir uns wehren. Wir sind hier dafür, dass die Geheimdienste eben nicht auf unseren Grundrechten herumtrampeln und unsere Privatsphäre durchbrechen. Wir sind hier, um unsere Würde, unsere Freiheit und unsere Demokratie zu verteidigen. Angesichts des NSA-Skandals beweist diese Bundesregierung und allen voran Angela Merkel dort drüben im Bundeskanzleramt jede Menge Sitzfleisch. Nur zweimal hat sie sich bisher hinreißen lassen, etwas deutlicher zu werden. Ein ernsthafter Vorgang sei es und sie sei fassungslos, dass ihr Handy ausspioniert wird. Es sei Vertrauen gebrochen worden. Wenn ein Spion die Regierungsstellen ausspioniert und sich durch dort eingeschmuggelt hat. Liebe Frau Merkel, bei diesem Skandal geht es nicht um Ihr Handy, bei diesem Skandal geht es auch nicht um einen Spion, bei diesem Skandal geht es darum, dass unser aller Handys überwacht werden, dass wir alle ausspioniert werden und dass Sie dagegen nichts tun. Warum greifen Sie nicht endlich zum Hörer und lesen Obama mal ordentlich die Leviten? Warum lassen Sie mich endlich die Abhörzentren in Bad Aibling, in Wiesbaden, den Treckerkomplex in Griesheim schließen? Warum sorgen Sie nicht dafür, dass der BND nicht mehr länger Helfershelfer der NSA ist? Und warum sorgen Sie nicht dafür, dass die hiesigen Geheimdienste endlich konsequent überwacht werden? Ich denke, wir sind alle hier, um von dieser Regierung zu fordern, klärt endlich konsequent auf und legt die Schnüffler an die Kette! Dass wir von diesen Machenschaften der Schlapphütte wissen, ja, das haben wir einzig Edward Snowden zu verdanken. Das, was Snowden als Whistleblower gemacht hat, das war ein Akt zivilen Ungehorsams. Das mag nicht ganz legal gewesen sein, aber es war bitter notwendig und legitim. Und ich denke, wir sind alle heute hier, um zu sagen, not our government, but the people of this country say, welcome to Germany, Edward Snowden!
Wie sagte Sigmar Gabriel damals noch auf den Oppositionsbänken vor einem Jahr so schön, wenn Snowden ein verlässlicher Zeuge ist, muss man überlegen, ob er in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden sollte. Wir brauchen eigentlich nur unser ganz normales Rechtssystem wirken zu lassen. Das erwarte ich auch von der Bundesregierung. Aha, Herr Vizekanzler, dann lassen Sie doch in Regierungsverantwortung unser normales Rechtssystem einfach mal wirken und gewähren Sie Edward Snowden endlich Asyl! Freundinnen und Freunde, viele von uns treibt noch was weiteres auf die Straße. Und das ist TTIP, TTIP, das ist das Handels- und Investitionsabkommen der EU mit den USA, was derzeit verhandelt wird. Wenn TTIP kommt, dann können wir unsere Datenschutzstandards einpacken. Mit TTIP kommt noch mehr Freihandel mit unseren Daten. Wenn Regierungen strenge Datenschutzrichtlinien verabschieden und dafür vor internationale Schiedsgerichte gezerrt werden können, dann läuft etwas falsch. Wer da entscheidet und auch verdient, das sind private Anwaltskanzleien, die zugleich Kläger, Verteidiger und Richter sind und bei denen nicht mal eine Berufung möglich ist. Diese Privatisierung unseres Rechtssystems, das ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie und genau das erntet unser aller Widerstand. Die Antwort auf den NSA-Skandal. Das darf nicht ein Abkommen sein, was den Datenschutz und unseren Rechtsstaat weiter unterhöhlt. Die Antwort auf den NSA-Skandal, das muss ein sofortiger Stopp der TTIP-Verhandlungen sein. Und vor allem von einem erwarten wir, dass er endlich etwas genau für diesen Stopp tut. Und das ist Sigmar Gabriel. Diesen Herbst wird er darüber entscheiden können, ob CETA kommt, das Handels- und Investitionsabkommen mit Kanada, das Pendant zur TTIP. Das ist die nächste Entscheidung und wir erwarten, dass er dieses Abkommen über die Klinge springen lässt. Herr Gabriel, Sie haben genug herumlaviert, was TTIP und CETA betrifft. Handeln Sie! Die Bewegung ist entstanden gegen TTIP und CETA und ja, beide Abkommen wanken und ich glaube genau diese Bürgerbewegung gegen diese beiden Abkommen, die machen Hoffnung, die machen Mut, weiter zu kämpfen. Denn ja, ich finde es immer noch viel zu leise in diesem Land angesichts des Überwachungsskandals. Wo bleibt der Widerstand? Wo bleibt der öffentliche Aufruhr? Wo bleibt der öffentliche Aufschrei? Ist das anders. Heute sind viele hierher gekommen, damit diese Ruhe zu Ende ist und damit es laut wird. Und ich lade euch ein, mit dieser Demonstration richtig ordentlich laut zu sein. Empört euch, seid wütend, bietet ihnen die Stirn, lasst uns aufstehen dafür, um unsere Freiheit und unsere Grundrechte zu verteidigen gegen die Schlapphüte von Pullach, von Berlin und von Portmeets, gegen die Datenkragen von Amazon, von Facebook und von Google und gegen eine Politik, die alles aushält. Jetzt nehmen wir den Kampf gegenüber den Wachungswahn selbst in die Hand. Ja, liebe Leute, es kann losgehen. Frau Merkel, Herr Gabriel, wir kommen. Los geht's. Dankeschön. Und ich bitte euch, hier nur von meiner Seite aus links, von eurer Seite aus rechts der Bühne loszulaufen und euch hier im Fronttransparent anzuschließen. Macht's gut, habt viel Spaß heute bei dieser Demonstration. Rockt ordentlich das Regierungsviertel. Wir sehen uns. Tschüss, danke.